Herzlich willkommen bei Zwei Lochmann, eurem neuen Sex-Podcast für die ganze Familie, für jung und alt. Ihr habt hier einen exklusiven Einblick durchs Schlüsselloch in das Privatleben von Heiko und Roman Lochmann mit ganz vielen heißen Tricks und Tipps rund um das Thema Sex. Ja, Roman. Das wäre so geil, wenn wir einen Sex-Podcast hätten. Nee, das machen wir nochmal neu, auf gar keinen Fall. Warum? Das kannst du nicht machen. Es ist so unangenehm. Ja, herzlich willkommen hier bei Zwei Lochmann, unserem neuen Podcast. Jetzt haben wir einen Podcast, ne? Jetzt haben wir einen Podcast, scheiße. Ja, kam auch sehr früh auf die Idee, ne? Ja. Wir sind die Spätzünder. Ohne Scheiße, ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass wir das, also wir haben vor, das ab sofort jeden Montag zu senden, zu senden klingt wie so ein alter, wie so ein TV-Sender, keine Ahnung. Ey, wir haben Heiko, eigentlich haben wir keine Ahnung von Podcast. Also wir werden auf jeden Fall. Ich höre total gerne Podcasts. Ich weiß, aber wir werden auf jeden Fall noch viel dazulernen und ich wette, wir werden von Folge zu Folge hoffentlich auch ein bisschen besser. Ja. Aber wir hatten ultra Bock, mal eins zu machen. Wir sind zu zweit, wir sind Zwillinge und haben uns trotzdem, glaube ich, noch eine Menge zu erzählen. Und wir wollen das hier irgendwie auch machen, um uns selbst gegenseitig ein bisschen mehr kennenzulernen, ne, Heiko? Mhm. Und jetzt ist es soweit. Es gibt auch so Themen, über die sprechen wir irgendwie gar nicht. Auch ja. Im ganzen Wahnsinn, ich meine, meistens reden wir über die Musik oder Corona, ne? Nicht was. Meistens reden wir über die Musik oder irgendwie über Job oder sowas oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die halt im Hier und Jetzt passieren. Aber ich weiß nicht, es ist ja keine tiefen Themen. Nee, ich meine, vielleicht auch, weil wir uns so oft sehen und weil wir uns, seit unserer Geburt kennen, vielleicht fühlt es sich deswegen so, nicht komisch, aber so selten oder so rar an, wenn man wirklich einfach mal zu zweit ohne irgendjemanden wirklich mal ein, zwei Stunden oder einfach mal quatscht über alles. Ich finde es irgendwie, ich habe da letztens drüber nachgedacht, wir haben gar nicht so diese super tiefgründigen Gespräche manchmal. Mhm. Also schon, aber nicht über uns selbst, sondern meistens dann auch wieder über Themen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das stimmt, du hast recht, ja. Keine Ahnung, ob der Podcast jetzt hier die richtige Fläche ist, um irgendwie meine, aber... Vielleicht ist es wie so eine kleine Zwillingstherapie für uns beide. Ich bin sehr gespannt, auf was für eine Reise uns dieser Podcast hier schicken wird. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Zeiten eine große Reise vor uns. So, Roman, dann hast du das letzte Mal gefickt. Hey, Dicker! Geht erzähl ja gut los, jetzt haben wir auch das Niveau. Erzähl doch mal, ja, erzähl doch mal, Roman. Wir wollen auch durch das Schlüsselloch gucken. Wann war das letzte Mal, hör mal zu, als mein Bruder? Das, jetzt haben wir doch den Sex-Podcast. Wir haben das ja nicht vor, das war ja wirklich so ein Gag. Aber stell dir vor, wir fangen sonst zu reden und irgendwann, wir merken das so nicht mehr selbst. Und es entwickelt sich einfach zu so einem Sex-Podcast. Irgendwann sind wir so abgewichste Medien, die sie nur noch darüber reden. So ganz jetzt erzähl doch mal, wie. Nee, ich habe jetzt was viel Besseres vorbereitet. Okay. Und jetzt auch mal so ein Icebreaker, weißt du, für den Anfang. Wie gesagt, wir sind ja noch Newbies. Wir müssen jetzt erstmal auch uns an dieses Podcast-Medium rantasten. Mhm. Und ich habe jetzt für uns beide und auch für die Leute da draußen direkt mal was vorbereitet, um mal so einen soften Start in diesen Podcast zu finden. Heiko. Also ich habe auch ein bisschen was vorbereitet und zwar fürs Ende der Folge habe ich was vorbereitet. Ich habe für jetzt was vorbereitet und zwar, du kennst doch damals noch aus der Grundschule diese Freundebücher, oder? Ja. Das war doch damals, man ist in die Klasse gekommen, man waren ganz viele neue Menschen und dann musste man sich erstmal beschnuppern und sich kennenlernen, dann hatte man so ein Freundebuch und hat jeder was. Es ging ganz kurz, ich muss sagen, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich so ein paar Freundebücher mehr unterschreiben darf. Ich auch. Aber in der Grundschule war das ein Thema. Ich sag mal, wenn es um Freundebücher oder Geburtstagseinladung ging, da, es war teilweise ein bisschen rar. Es war ein bisschen schade. Naja. Auf jeden Fall bin ich extra hier ins Hugendubel gerannt letztens und habe mir so ein Freundebuch gekauft. Okay. Und zwar, das war am 23. Dezember, ja, also da, wo die Hölle los war wegen Weihnachten. Und ich habe hier so ein, meine Freunde. Guck mal. Das ist ja auch ein sehr kreativer Name für ein Freundebuch, meine Freunde. Aber sieht irgendwie cool aus, ne? Das ist wo sind die? Im Dschungel auf dem Cover? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall ein paar Fragen. Und die ganz hier ganz kurz und knapp, um mal reinzukommen, fangen wir jetzt einfach mal an. Okay. Wir gehen das jetzt einmal schnell durch, bevor hier der Podcast richtig beginnt. Immer abwechselnd, ja? Zack, zack, zack. Name, Roman. Heiko. So würde ich gerne heißen. Heiko, fang mal an. Heiko, ich find meinen Namen schon cool. Echt jetzt? Ja, irgendwie. Wobei, ich würde eigentlich gerne mit L anfangen, weil dann hätte ich LL als Initialien. Das ist schon saucool. Du hast mir schon ein paar Mal erzählt, dass wenn du einen Sohn hast, dass du den Louis Lochmann nennst. Nein, nein, nein. Ich finde nur den Namen cool. Louis Lochmann klingt wie der größte BWLer. So wie so ein...
Digga, wieso? Louis Lochmann ist, du kennst du diese Menschen, wo du den im, du siehst den im Gesicht, das hatte ich früher in der Schule ganz oft, du siehst den im Gesicht schon an, dass sie einfach scheiße sind. Dass sie einfach, also dass sie einfach. Boah, das finde ich jetzt oberflächlich. Nein, aber dass sie dich mobben werden und dass die sich für was Besseres fühlen. Genauso Leute, die haben so eine Aura, so eine Arschloch-Aura. Und du willst ja nicht, dass dein Sohn irgendwann so eine Arschloch-Aura hat. Ich merke schon, du wirst emotional. Nenn deinen Sohn auf keinen Fall Louis. Ich will meinen Sohn nicht Louis nennen, Roman. Gut. Aber ich finde es einfach cool, wenn die Anfangsbuchstaben den ich sage, dieselben sind. Also LL zum Beispiel. Ja. Also ich mag Roman auch eigentlich als Name, wenn ich überlegen könnte, wie ich gerne heißen würde. Ich finde aber auch so ein, es gibt so, Bro, es gibt einfach so, es gibt, kennst du so Jungs oder auch Mädchen, aber ich, ne, also ich manchmal bin ich neidisch auf so Jungs, die einfach so ultra coole Namen haben. Ja, bei uns sind es Roman und Heiko. Ja, aber Digga, nein. Nein, Bro, ich kenne for real. Ich kenne keine Person in meinem Alter, die denselben Namen ich hat wie auch nicht. Ich. Auch nicht. Also alle Heikos, wirklich, ich bin 23. Alle Heikos, also alle Heikos, die ich kenne. Oder die ich in meinem Leben kennenlerne. Du, ich kenne gar nicht viele. Du lass gerade. So 50-jährige LKW-Fahrer sind das meistens. Ja, nein, das sind einfach so Heikos. Und ich bin, also, ach. Früher fand ich das richtig doof, ne? Ich hab das irgendwie nicht gemocht, Alter. So, weil ich dachte ich so, hey, warum kann ich nicht mal irgendwie. So, warum kann ich nicht Leon heißen oder, keine Ahnung, Tim, so wie alle anderen. Ja. Aber irgendwann habe ich dann auch gecheckt, nee, warte mal. Eigentlich ist es total geil, so einen Namen zu haben, den irgendwie kein anderer in deinem Alter oder in deiner Klasse oder im Jahrgang hat. Weil der ist irgendwie so unique. Ich kenn auch nicht viele. Es gibt bei uns in der Schule damals, da gab es so einen Heiko, da gab es nur einen Roman. So. Ja, voll. Ich kenne auch nicht viele Romans. Also eigentlich. Vor allem in meinem. Ich glaube, ich nenne mal, wenn ich irgendwann einen Sohn habe, nenne ich ihn auch Heiko. Heiko, Alter. Kennst du so komische Eltern, die so einfach so denselben Namen Heiko Junior haben, Alter? Boah, ganz cool. Auf jeden Fall, wie würde ich gerne heißen? Ich finde auf jeden Fall, stell dir vor, du heißt so Carlo oder so Juan oder so. Also, zwei so. Oder so TJ. Nein, das war ja lustig. Carlos, Juan. Das ist Spanier. Ja, oder so, Bro, es gibt auch so coole Namen, oder, ey, Dicker, ich hatte bei mir in der Schule einen, der hieß Merlin. Das ist doch voll der coole Name. Merlin ist mega der geile Name. Oder, ach, du weißt, was ich meine. Ja. Hätte ich auch gern, so einen magischen Namen. Was ist der coolste Name, den es gibt? Der coolste Name, den es gibt? Schon Heiko, oder? Ey, Heiko ist vor allem einfach nur eine Abkürzung von Heinrich. Ja, ich wusste das. Also Heiko ist einfach nur die Kurzform. Früher war Heiko quasi die coole Form von Heinrich. Ah, damals in den 1920er Jahren. Ja, okay. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich Heiko... Heinrich Lochmann wäre auch interessant. Wir haben das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Wie würden wir heißen, wenn wir Mädels geworden wären? Mm. Mein Name wäre Selina. Ich würde Selina Lochmann heißen, hat meine Mama mir mal erzählt. Selina und was war das andere? Da habe ich mir auch. Sabrina. Sabrina und Saline. Digga, ich stell dir vor, wir würden Sabrina und Selina heißen, Digga, als Zwillinge. Das wären so krasse Zwillingsnamen. Aber ich würde mich ein bisschen. Ich habe mir auch meine Mama da angeguckt und dachte mir so, Mama, ich bin doch keine Selina. Also. Nee, vor allem, das ist ja auch ein bisschen Trolling, ne? Wenn du weißt, du bekommst Zwillinge und du nennst sie Selina und Sabrina. Ja. Irgendwie schon cool. Hat so ein bisschen Bibi und Tina-Vibes. Naja. Heiko, dein wahres Alter. An manchen Tagen fühle ich mich wirklich wie 42. Ja. Meistens aber nicht. Also ich glaube, du musst den Leuten einmal da draußen sagen, wie alt wir beide, weil wir Zwillinge sind, wirklich sind. Wir sind beide. 1, 2, 3, 23. So, das hast du super gemacht. Danke. Das ist ja unser USP, nee, dass wir Zwillinge sind. Da müssen wir auch mal manchmal Dinge zu zweit sagen. Das stimmt. Das sollten wir auch einfach im Podcast durchziehen. Oder mal eine ganze Folge einfach nur. Egal. Nee, aber manchmal sehe ich mir diese Zeit zurück. Ich weiß nicht, da kommen so Nostalgie-Flashs. Einfach auf irgendwelchen Hauspartys chillen oder auch einfach keine Riesenverpflichtung zu haben. Und einfach so dieses. Nee, einfach dieses Unbeschwerte, was man halt auch noch hat, bevor man dann irgendwann, also wenn man. Boah, Alter, wie klingt so alt gerade, Heiko? Ich merke ja, das aber ist doch wirklich so. Ja, wo dein größtes Problem ist, okay, du hast morgen eine Klausur, verkacke ich die oder verkacke ich die nicht? Wie klingt so alt gerade? Aber ohne. Jetzt kommst du so, wirst doch älter, aber ohne so Gedanken von, okay, Digga. Ich muss Steuern zahlen, Alter. So, was ist mit. Was Ende des Jahres, weißt du? Das sind ja alles Sachen, die. Ja, Alter, okay. Ich hab doch gesagt, ganz komisch. Ich hab doch gesagt, manchmal fühle ich mich wie 42. Ja.
Und ich fühle mich immer wie 42, wenn ich wieder 16 sein werde. Ja. Ich habe das auch letztens, ich habe das an Weihnachten jetzt gemerkt. Mhm. Da war ja auch unser Cousin da, der Mika, und der ist jetzt 13 geworden. Ja. Und das ist schon eine ganz andere Generation. Da habe ich mich dann, sonst waren wir eigentlich immer so mit die Jüngsten am Tisch. Und weißt du, wann ich mich das erste Mal so richtig alt gefühlt habe? Wir haben bei uns in der Familie so eine Regel, dass sich die Erwachsenen nichts mehr beschenken. So, die Kids kriegen immer noch so Geschenke und die Erwachsenen, außer sie wollen, aber da wird sich jetzt nicht mehr unbedingt was beschenkt. Ist nicht so wichtig. Ja, und da gehört halt jetzt auch dazu, ne? Mhm. Weil wir haben keinen, also außer eine Karte von Opa, wir haben nichts bekommen. Ja gut, nichts. Aber wir haben auch nichts gegeben, ja, aber muss man sagen. Ja. aber ganz kurz, ich will dazu noch was sagen. Und zwar, mein ganzer erster Weihnachtsfeiertag, das sah so aus, ich hab bei uns im Wohnzimmer gechillt, unser Cousin Mika, liebe Grüße, war da und eigentlich haben wir den ganzen Tag nur Fortnite gespielt. Und ich habe davor in meinem Leben noch nie Fortnite gespielt. Ja. Aber ich wurde dann wirklich überredet von meinem 13-jährigen Cousin. Ey, downloadet die mal Fortnite, ich will das mal spielen. Ja. Und der war dann auch ganz... Ich habe ihn ab und zu gesehen, wie er da mit jemand geredet hat. War das ein Kumpel, mit dem er genau. Irgendwann hat er abgeschaltet, weil ich konnte noch nicht mehr mitreden, richtig. Und irgendwann hat er dann Fortnite gespielt auf unserer Playstation und hat dann seinen Kumpel irgendwie aus der Heimat noch hinzugefügt. Und hat dann ein Headset aufgehabt und ich habe daneben gesessen und habe gedacht, ja komm, lass ihn mal spielen. Aber war auch schön zuzuschauen, ja. Hier, es geht weiter mit dem Freundebuch. Meine Freunde. Ganz schnelle Fragerunde. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja. Wir müssen uns zusammen entscheiden. Nee, getrennt. Kochen oder essen gehen? 1, 2, 3. Essen gehen. Ja, klar. Sonnenbad oder Skifahren? Auf jeden Fall Sonnenbad. Safe Sonnenbad. Ja. Und ganz ehrlich, ich muss auch kurz in meine Lanze brechen, Alter. Kurze. Scheiße. So, Robert, wir waren nie diese Skifahrerfamilie, wir waren nie im Skiurlaub. Kostet auch mega viel Geld, wir hatten da nie Geld. Erstmal das, ja genau, wir hatten Kohle, um in den Skiurlaub zu fahren, wir waren halt dann rodeln, irgendwie im Allgäu. So. Nein, bei uns hier im Odenwald, Heiko, wir waren zweimal im Allgäu auf dem Campingplatz. Aber wirklich, es ist jeden Winter dasselbe, Roman. Was denn? Du musst nur irgendeine Zeitschrift-App öffnen. Du musst einfach mal irgendwie mal ein bisschen auf Instagram sein, keine Ahnung wo. Du siehst, boah, du bist eigentlich so ein, das war gerade die Definition von Gen Z, ja. Du musst zu irgendeiner Zeitschrift-App öffnen, weißt du, was ich meine? Ich bin halt App-User so. Aber egal, du musst nur irgendeine Zeitschrift öffnen, du siehst jeden Tag wieder Skiunfall da oder da. Kurz vielleicht auch Triggerwarnung, ich weiß nicht, ob das, aber das ist schon, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, okay, Leute, warum macht ihr das denn freiwillig? Ich habe irgendwie keinen Bock auf Skifahren, weil es mir zu Risiko... Vielleicht sind wir auch einfach nur, guck mal, es gibt auch so Schisser, viele, ne? Leute, die Skifahren. Die lieben das auch. Wir machen uns hier gerade richtig viele Feinde, Heiko. Mm. Okay, könnt aber wir müssen Bezug nehmen, Leute. Wie gefährlich ist Skifahren für euch? Kuchen oder Pizza? Auf jeden Fall Pizza. Bei uns in Darmstadt im Woodridge, das ist unser Standardcafé, da gehen wir immer hin. Shoutouts gehen raus. Die haben den geilsten Cheesecake der Welt. Die haben immer 5 verschiedene Variationen und ich liebe diesen Cheesecake. Und ich finde so ein kleines Stück Cheesecake oder generell, es gibt so viele tolle Kuchensorten. So viel geiler. Einfach so eine schöne Pizza Mozzarella, Alter, mit Knoblauch, gib ihm. Normal, das ist geil, aber so. Das ist viel geiler. Ja, aber die kriegst du überall. So einen guten Kuchen kriegst du nicht überall. Ja. Ja. Eine gute Pizza kriegst du auch nicht überall. Gut, Selfie oder Gruppenbild? Ich habe schon meine Antwort. Was meinst du mit Gruppenbild? Na, entweder du machst ein Selfie von dir oder du machst so ein Gruppenbild. Was? Ich check das auch nicht genau. Machst du jetzt ein Selfie mit einer Gruppe oder machst du. Nee, einfach ein Selfie von dir oder ein Gruppenbild von einer Gruppe halt, ne? Das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das für eine Frage, Alter? Also ich bin auf jeden Fall, ja, wenn du dich entscheiden müsstest, machst du lieber ein Selfie von dir oder lieber ein Gruppenbild mit einer Gruppe zusammen? Ach so, Selfie mit einer Gruppe, Alter. Ich auch. Ich finde es so viel geiler. Ja. Bist du auch so, ich hasse also es. Ich hasse entweder Selfies stehen coole Leute neben dir und dann siehst du noch ein bisschen cooler aus oder... da stehen sehr uncoole Leute neben dir, da siehst du auch ein bisschen cooler aus. Ich gebe einfach bei Gruppenbildern immer einen mega Fick. Ja, ist mir scheißegal. Wirklich. Also wie ich da aussehe. Bei Selfies, Alter, ich krieg's. Erstmal, ich finde, man sieht bei Selfies gefühlt nie richtig gut aus, oder? Ja, warte, ich muss da kurz eine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber seit 2013 haben Roman und ich denselben iCloud-Account. Oh Mann. Das heißt, es kommt regelmäßig vor, dass ich deine Bilder in meiner Galerie hab. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie man es ausstellen kann. Vielleicht können uns irgendwelche Apple-Freaks uns das mal irgendwie beantworten. Aber immer mal wieder sliden in meine Galerie so ein Selfie von dir. Und das Ding ist, das ist dann nicht,
nur ein Selfie, sondern das sind dann meistens irgendwie 100 geführt. Also Roman, du hast echt, das sind auch mal dann 100 Selfies, die alle gleich aussehen, innerhalb von einer Minute gemacht worden, ja. Aber was ich sagen wollte, ich finde trotzdem bei Selfies, also ich mag Selfies einfach nicht. So, ja, okay. Wie ist es bei dir? Gruppenbilder, habe ich okay. Letzte, Thelen. Was? Ja, das ist hier das Freundebuch. Achso, ja. Thelen oder Sprachmemo? Safe telefonieren, Team telefonieren. Ich finde telefonieren so viel geiler als WhatsApp oder sowas. Heiko, du gehst mir richtig auf die Nerven damit. Ich sag dir warum. Echt? Du willst wegen jedem Scheiß jede Sau anrufen. Wirklich. Du musst mal verstehen, Sprachnachrichten wurden ja auch aus dem Grund erfunden. Ja, ich finde, man kann doch aber auch kurz anrufen, kurz Bescheid geben und dann wieder auflegen und dann sagen, hey, ruf mich doch zurück oder schreib mir kurz, wenn du eine Antwort hast. Ich finde, aber das kannst du auch als Sprachnotiz machen. Ich finde anrufen so viel besser, weil Sprachnachricht ist viel besser. Doch, ich sag dir auch warum. Oh. Weil die andere Person, du zwingst sie nicht ranzugehen, sondern die andere Person kann selbst entscheiden, da musst du auch mal an die andere Person denken. Die andere Person kann entscheiden, okay, wann kümmere ich mich jetzt darum? Mann, Alter, ich bin da absolut nicht deiner Meinung. Also ich finde wirklich, anrufen ist viel praktischer. Du rufst an und danach hast du dein Ergebnis. So, wenn ich irgendwas haben will oder irgendwas brauche, ja, Ruf ich an, gib ihm. Team telefonieren auf jeden Fall. Gut, dann sind wir da getrennter Meinung. Ja, Roman, jetzt sind wir keine Zwillinge mehr. Okay. Was ist das? Ich habe hier noch ein paar. Das ist eigentlich schon witzig. Komm, wir machen das noch durch. Mit dir würde ich sofort ans Ende der Welt fahren, in ein Schwimmbad einbrechen, in der Bahn laut schreien, ein Kind adoptieren, ein Eis essen gehen. Also jetzt sofort? Ja. Jetzt? Also sofort. Mit dir würde ich sofort. Was würdest du sofort mit mir machen? Würdest du sofort mit mir ans Ende der Welt gehen? Ich würde nicht machen. Wir haben hier noch viel zu tun in Darmstadt. Wir haben viel zu viel Verpflichtung. Ich kann jetzt nicht mit dir abhauen ins Ende der Welt. Würde ich mit gar keinem machen. Was waren die anderen Auswahlmöglichkeiten? Also wir haben eine Company mit Leuten, die da auch arbeiten, die auf unsere Feedbacks warten. Wir haben unsere Hörer, Hörerinnen, unsere Fans hier. Wir haben unsere Familie, unsere Freunde. Wir könnten uns nicht einfach so abhauen. Das könnte ich nicht machen. So durchbrennen, meinst du? Ja. Ein Eis essen vielleicht, oder? Würdest du mit mir in ein Schwimmbad einbrechen? Nee, Digga, das ist so unnötig. Ich stelle es mir halt vor, super, dann klettern wir so über den Zaun und dann stehen wir halt da. So, und dann denke ich mir so, ja, gut, jetzt bin ich hier eingebrochen ins Schwimmbad. Und jetzt? Das ist ja cool. Heiko, aber jetzt bist du wieder alt. Ja. Ich sag dir vor, keine Ahnung, Persönlichkeit, vor 5-6 Jahren hättest du das noch gewollt. Mhm. Ja. Ein Kind adoptieren. Auf gar keinen Fall, Alter. Wirklich nicht. Ich will, also nee. Bro, ich glaube, wir beide wären zusammen richtig gute Väter. Ich glaube, wenn wir beide ein Kind adoptieren würden, ja? Ja. Dann, ich glaube, nein, wir haben doch beide sehr sanfte Seelen. Und wir haben auch eine gute Erziehung, glaube ich, mehr oder weniger von unseren Eltern genossen. Schau, das geht raus. Roman, du würdest das Kind verlieren. Nein. Wirklich, du willst... du würdest mit dem Kind Gassi gehen. Heiko, nein, aber stell dir mal vor, wir beide wären Eltern zusammen. Könnten wir uns jetzt zu zweit als Zwillinge, also mal, das müssen wir mal checken, könnten wir uns als... Ja, das können wir mal in der nächsten Folge aufklären. Das müssen wir mal machen. Bezug nehmen, einfach mal. Leute müssen das jetzt mal googeln, ja, ob wir beide uns zu zweit ein Kind adoptieren können, wir könnten. Und wie gesagt, wie würde das aussehen, Heiko? Ich glaube, das wäre nicht gut. Wer würde sich darum kümmern, dem Baby gute Nachtgeschichten vorzulesen? Das wäre auf jeden Fall... Das wärst schon du. Ja, doch, das könnte ich auch schon. Das hätte keine Nerven. Ja. Warum? Wer würde ich direkt mal so diesen Rabenvater, Alter. Da wäre keiner der Rabenvater. Ja, voll. Ja, lass mal kurz durchgehen. Was macht man denn ultra so? Ultra witzig. Wie wäre unsere Aufteilung als Zwillinge, wenn wir jetzt hier ein Kind hätten, Heiko? Schließ mal die Augen und stell sie mal vor. Ich schließe gerade meine Augen. Wer würde auf den Elternsprechtag gehen, du oder ich? Das könntest du schön du machen, oder? Ich hätte ja keinen Bock drauf. Nee, wir müssen da zusammen hin. Auf jeden Fall müssen wir zusammen dahin. 100%. Ach du Scheiße. Ja. Wer wird Hausaufgaben kontrollieren? Das machst auch du. Wechseln wir uns auch ab. Da wechseln wir uns ab. Ja. Das müssen wir nochmal, das geben wir in der nächsten Folge nochmal an. Ja, ich finde das ein spannendes Projekt. Projekt. Also einer meiner neueres Vorsätze 2023. Roman und ich adoptieren ein Kind zusammen. Spaß. Das wäre so hart. Okay. Ja. Heiko. Was ging jetzt über die letzten Tage bei uns, Heiko? Was war denn los? Wollen wir uns mal gegenseitig abholen. Ich war vor kurzem auf einem 18. Geburtstag von Drillingen. Also Real Talk.
Stopp. Wie? Warum? Hä? Ja, also dieser Geburtstag, ne? Ja. Das war erstmal cool gemacht, das war so ganz klassisch, da wurde eine Grillhütte gemietet. Oh, warum war ich da? Ich muss kurz den Kontext erklären. Ja. Das waren die drei Cousins von... Cousins. Ich glaube, Cousin sagt man nur, wir waren es im Essen, Alter. Keine Ahnung, da waren es die drei Cousins. Cousins von Marc, von einem Freund von uns. Und der hat gesagt, ja, Heiko, komm doch rum, du bist doch gerade zu Hause, hier ist voll die coole Party. Bin ich halt hingefahren, hatte irgendwie Zeit, hab noch einen anderen Kumpel mitgenommen. Und dann war ich dann plötzlich da. Roman, ich habe mich noch nie so alt gefühlt wie an diesem Tag. Und so lange ist es gar nicht her, dass ich selbst 18 war. Das war so krass. Ich warum das erste denn? Mal, aber warum? Ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, wegen meinem Alter nicht mehr dazuzugehören. Nein! Ah nein, das ist ganz traurig, Heiko! Das war wirklich, das war so dieser Vibe. Weil normalerweise auch unsere, guck mal, wenn wir irgendwie Party machen, so, dann sind ja alle gleich alt. Nein, aber war das so ein, ach komm, die Jugend von heute, oder war das so ein, oh, ich glaube ich, hey, fellow kids, wollt ihr, ja, genau so. Wollt ihr mit, ich bin auch noch da, ich bin auch noch cool, ich bin auch einer von euch. Roman, war das so ein Gefühl? Roman, genau so ein Gefühl. Nein. Oh mein Gott, war das das erste Mal? Ja. Heiko, das musst du dir merken, das ist genau so, weißt du, du erinnerst dich doch immer an diese erste Mal Sex natürlich, erste Mal erkannt werden, das ist so ein erstes Mal. Ja. Und das war für dich das erste Mal. Das war prägend, pass auf, Roman, ich war wirklich wie am erwachsenen Tisch, hab da wirklich schon mit meinen Jungs, mit denen ich da war, so, wir waren irgendwie da. Aber ich hab irgendwie nicht richtig. Du hast diese Connection nicht gespürt. Normalerweise, du kennst es doch, wenn ich auf Partys bin, da bin ich hier der Stimmungsmacher. Ich sorge dafür, dass die Musik läuft und dass auch die richtig guten Songs laufen und dass alle Spaß haben. Ja, du bist auch so ein zugänglicher Typ, du. Voll, und das funktioniert ja auch. Ja. Ey, ich hab's da wirklich probiert. Ich hab's wirklich probiert, es hat nicht funktioniert. Du, guck mal, weißt du, was du halt oft machst? Lass mich raten, du hast versucht, dann so 2000. Das ist der Klassiker. Du hast dann versucht, so 2000. Das ist der klassische Heiko bei Hauspartys. Heiko, wenn du willst, dass, und das mache ich ja auch gerne, wenn du willst, dass bei Partys wieder Stimmung aufkommt, ja, dann machst du einfach immer so diese 2010er-Banger laut an, also hier. Aber auf einem 18. Geburtstag von Drilling hat das wahrscheinlich nicht gezündet. Was haben die denn für Mucke gehört, Heiko? Was ist denn schiefgelaufen? Erzähl mal ganz kurz. Also, ich hab. Meine Musik angemacht. Ja. Und Marc ist noch ein paar Jahre älter als ich auch. Ja. Und wir waren der festen Überzeugung, das ist es. Ja, jetzt geht die Party los. Aber das war dann doch halt den ganzen Abend nur Raf Camora. Und wenn ich irgendeinen Party-Song, der für mich halt mehr Party suggeriert, keine Ahnung, ich verstehe, wenn man, Raf ist ja ein krasser Typ so, aber keine Ahnung, ich verbinde das jetzt nicht mit, wenn ich dir 5 Stunden am Stück Raf Camora höre, komme ich jetzt nicht so in Party-Modus. Und Heiko schiebt sich darauf. Nein, aber das war wirklich krass, weil sobald ich habe dann manchmal so Songs angemacht, die ich wirklich liebe. Ja. Und wo ich denke, ey, Digga, das ist der krankste Partysong überhaupt, ja, so ja. Swedish House Mafia oder sowas. Ja, ja. Whatever. Haben die das nicht gefühlt? Ich hab's dann angemacht, klar. Es wurde so halb gefühlt, aber auch nur so halb. Weil boah, du bist genauso, weißt du, was du bist? Man hat dann gemerkt, dass so, als der Song zu Ende war, dann war es das auch und dann wurde wieder das Alter angemacht. Kurze Frage. Wurdest du gesiezt von denen? Nein, warst du auf dem Level? Nein, so schlimm war es nicht. Okay, gut. Aber auf jeden Fall, ich glaube, kannten die dich? Also, ja, ja. Okay, klar. Aber auf jeden Fall war ich halt dann da, habe so ein bisschen mein Ding gemacht und war auch der Letzte, der da war. So. Habe auch gemerkt, ey, die Kids von heute. Die müssen ja früh schlafen gehen, Kids. Ne? Nero, ich habe auch einfach gemerkt, wie es mir noch ein bisschen gebrannt mag von den letzten Jahren, weil wir einfach super oft hier viel zu lange Party gemacht haben, auch so bis 10, 11 Uhr bei uns zu Hause. Stimmt, Alter, das habe ich mitbekommen, voll. Als ich dann schon schlafen gegangen bin, dann bin ich aufgewacht und ihr habt immer noch weiter Party gemacht. Ja. Gut, das ist aber das neue Jahr. Mhm. Was sind deine Vorsätze? Vorsätze. Das will ich jetzt mal wissen, Heiko. Ey, ich bin eigentlich nicht der Mann von großen Vorsätzen fürs neue Jahr, weil ich denke mir so, wenn ich irgendwie was planen will oder machen will, dann kann ich das auch direkt angehen. Hast du irgendwelche überhaupt? Ja, habe ich tatsächlich. Hau mal raus. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt deine das Vorsätze sind. Das sind generelle Vorsätze, aber ich finde... Das neue Jahr ist ja, so ein guter Anhaltspunkt. Und dann nochmal so ein Grund mehr, dann nochmal ein bisschen sagen wir, tiefer in die Materie zu gehen. Hau mal raus jetzt. Ja. Sag mal. Naja, auf der einen Seite ist es so, ich will mich auf jeden Fall gesünder ernähren. Das ist wirklich, steht ganz oben auf meiner imaginären Liste. Bro, aber zu Recht, du hast die letzten 3 Monate nur, wirklich, das ist mir schon im Sommer aufgefallen. Ey, fair enough, ich gönn's dir. Aber...
Also du hast so gar keinen Fick gegeben. So deswegen gar, jetzt wahrscheinlich, weil du auch immer Sport gemacht hast und so ganz viel. Deswegen, weil die, aber Bro, du hast so viel Scheiße gegessen das letzte halbe Jahr, aber nur Trash. Ja. Okay, sehr deswegen, gut. Finde ich gut. Wirklich auch ein bisschen mehr mal wieder selbst kochen. Ich habe auch wieder gemerkt, okay, so schwer ist es ja gar nicht. Das hast du auch gemacht jetzt in den letzten, das muss ich dir auch hoch anloben. Wie sonst gesagt, bin ich ja eigentlich immer der mal kocht. Das ist ja so. Und du hast jetzt die letzten zwei Wochen locker dreimal die Initiative ergriffen und auch mal selbst was gekocht. Das heißt, wenn wir Eltern werden, Roman, dann können wir auch mal gemeinsam kochen. So genau. Vielleicht auch mit dem Kind, da können wir so ein Vater-Kind-Kochen machen. Ja. Nee, auf jeden Fall gesünder ernähren. Gut. Es hört sich immer so weird an, weil es hört sich wirklich komisch an, wenn ich sage, ich will eine Freundin finden. Das will ich gar nicht. Darum geht's gar nicht. Ich denke, ich bin Single jetzt mittlerweile seit 2 Jahren und war davor 5 Jahre in einer Beziehung. Mir ging es am Anfang nicht so gut. Ich war schon sehr verwirrt, glaube ich, mental. Ja. Und auch teilweise echt am Boden. Egal, ja. darum geht es jetzt gar nicht. Ich habe in dieser Single-Zeit, gerade zum ersten Jahr, schon, jetzt in der Respektive kann ich das sagen, irgendwie viel so extrem gelebt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und hatte dann auch echt meine Hochphase, Alter, wo ich wirklich so, keine Ahnung, die Gegenextreme vom Beziehungsmensch irgendwie war. Ja, du hast einfach gefühlt nichts anbrennen lassen da. Ja, und das war auch eine geile Zeit und war eine schöne Zeit. Ich habe es total genossen und war auch, glaube ich, ganz wichtig für mich irgendwie in dieser Zeit. Vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert und ein bisschen zu wenig nachgedacht. Aber egal, es gehört dazu. Irgendwie. Ich glaube, du musstest dich auch, guck mal, auch wir haben das auch, und ich habe das auch aus einer äußeren Perspektive mitbekommen, ne? Du musstest halt damals diese Trennung und alles, du musstest es halt schon hart, also dafür haben wir noch gar nie richtig geredet. Ich glaube, man hat echt lange noch gespürt, dass du. Auch wenn es nur unterbewusst war, dass du das noch nicht verarbeitet hattest damals. Mhm. Und das hat lang gedauert. Und ich glaube, du hast es gebraucht. Erstmal diese ganze Ablenkung, aber dann auch vielleicht auch für dich wieder diese Selbstbestätigung. Weil ich glaube, sowas, so eine Trennung, das macht ja auch, oder auch sowas, das macht ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber das macht ja auch was mit dem Ego und mit, weißt du, was ich meine? Mhm, und ich glaube, du bist auf jeden Fall heute ein ganz anderer Mensch als vor 2 Jahren noch, auch mit deinem Charakter oder mit deinem du als Mensch. Das ist mir aufgibt, also das fällt mir auf. Und du hast dich auf jeden Fall. Ich heuer fast. Du hast dich auf jeden Fall. Du bist. Ich auch, du als der Spiegel, nur weil ich lache. Du bist. Du bist ein so guter Mensch geworden. Und es klingt so pathetisch. Ich heul nur, weil ich lachen muss, ja. Danke dir, ja, keine Ahnung. Willst du mit einem sein, dass du davon ein böser Mensch bist? Nein, aber man merkt, dass du durch eine Reise gegangen bist und, ja, die hat dich jetzt, und die hat dich heute zu dem Mensch gemacht, der du jetzt gerade eben in der Sekunde bist und du bist ein extrem guter Mensch, auch wenn du immer noch sehr unaufgeräumt teilweise bist. Das sind wir beide. Danke dir. Was schöne Worte. Du Wichser. Das war wirklich schöne Worte. Du Huren, so ein Spaß. Mama, sorry. Was sind so Vorsätze von so Neunjährigen? Boah, keine Ahnung, Alter. Sehe ich aus, als wäre ich 9? An euch da draußen, fragt mal ganz kurz, wenn ihr irgendwie 9-jährige Geschwister oder so habt, was ihre Vorsätze waren. Oh ja, das wäre toll. Ich will mal wissen, was in den Köpfen von denen abgeht. Oder von Kindern, auch von 7-, 8-Jährigen. Ja, ja. Also wenn ihr irgendwie kleine Geschwister habt oder vielleicht Kids oder so habt, fragt die gerne mal. Schreibt uns das dann. Schreibt uns das auf Instagram, entweder bei der 2-Lochmann-Instagram-Seite, die heißt genauso wie der Podcast, oder einfach uns. Was könnte das denn sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, Alter. Sind das so über Schule und sowas? Nee, ich glaube, das ist sowas wie. Entweder ist es sowas Surreales, so ich will irgendwie die Welt retten oder ich will irgendwie einen Schurke besiegen oder. Nee, wir wollen irgendwie irgendwas mit Fußball, so ein 9-jähriger Junge, der im Fußballverein spielt, oder ein 8-jähriger, ja, ich will die Nummer 11 haben als Trikot. Ja, oder einfach wirklich materialistisch, einfach die, ich will das und das haben. Ich will ein DS. Ich will ein Handy. Ein DS, Roman. Die Zeiten sind vorbei, Bro. Nintendo DS, Digga. Hey, mittlerweile ist das halt die. Ich will. Ja, oder ich will Influencer werden. Ich glaube, mega viele, auch wirklich junge Kids, die wollen, Digga, das, was damals, wir wollten noch damals, als wir 7, 8, 9 Jahre waren, wir wollten alle Fußballprofi werden. Und ich glaube, das ist geswitcht. Ich glaube, ganz viele wollen jetzt einfach wirklich wollen jetzt Influencer werden. Okay, bisschen traurig.
Aber irgendwie, ja. Ich glaube, ja, glaub, das ist dann sowas wie, keine Ahnung, ich will dieses Jahr den neuen Fortnite-Skin bekommen. Ja, ja. Oder sowas. Naja. Ich weiß bis heute nicht, was ein Fortnite-Skin ist. Aber halt gut, das ist auch gefährliches Halbwissen. Mhm. Wir fragen jetzt einfach mal euch da draußen, müsst ihr uns dann schreiben. Ich habe einen Vorsatz noch, Roman, für dieses Jahr. Ja. Ich will unbedingt weniger Essen bestellen. Oh. Oh. Ja. Also so Lieferando, Flink, Gorillas. Das ist wirklich, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ist auch alles irgendwie toll, finde ich. Ich mag das, aber... Wir geben halt viel zu viel Geld einfach für Lieferando aus. Es ist wirklich... Also ist, ich glaube, klingt auch schon sehr privilegiert. Also allein die Tatsache, dass man sich hier Essen liefern kann, ist auch schon erstmal crazy. Weißt du, was auch irgendwie... Weißt du, was auch suspekt ist? Was denn? Lieferanten, die ein bisschen zu schnell da sind. Bruder, kennst du das? Du bestellst so indisches Essen. Ja. So auch irgendwie ein großes Gericht, so ein bisschen Reis und mit Nudeln und allem. Und ja, oder was weiß ich was. Und dann ist es einfach nach 10 Minuten oder 15 Minuten da. Ja, Bro, aber dann weißt du, also eigentlich weiß man dann schon, okay, das kann halt nicht. Wir haben doch hier auch eine Pizzeria um die Ecke und die bringen dir halt innerhalb von 15 Minuten so eine fertige Lasagne, wo man sich, und die machen ja einen auf Pizzeria und irgendwie sind krass. Bro, niemand schafft es in 15 Minuten, dir eine fertige Lasagne zu kochen. Ja. Das ist halt meistens entweder tiefkühl oder schon vollgekocht, keine Ahnung. Ja. Also Leute, aufpassen, wenn ihr das gerade hört. Habt euch immer, müsst immer aufpassen da draußen Abzocker. Achtung, Abzocke. Ja. Hey, ganz kurz, wir quatschen jetzt schon so lang. Wollen wir mal weiterkommen und zwar über unseren Crush der Woche reden? Das haben wir uns nämlich ausgedacht, Leute. Wir haben uns gedacht, ja, wir brauchen ja für so einen Podcast auch so ein paar Kategorien, auf die wir immer wieder zurückgreifen können, wenn wir nicht wissen, was wir sagen können. Ich hab einen Crush der Woche. Erzähl mal. Und in dieser Woche ist es bei mir Greta Thunberg. Die ist eh ultra cool. Ich finde eh mega gut generell, was sie macht. Ich weiß, also eigentlich ist sie unhatebar. So. Also, boah, kennst du so Weirdos, Alter, die so ein 17-jähriges Mädel einfach so haten, die haben so. Greta Thunfisch, so diese Jungs. Ja, boah, ich finde es unfassbar unangenehm. Aber das sind auch so Familienväter, Alter, so 15-jährige Familienväter, die so, boah, Alter, kotzt mich so an. Mich kotzt auch extrem an. Aber lass uns nicht darüber reden, sondern ich finde viel geiler, wie Greta auf genau so Leute reagiert. Und zwar hat hier unser Lieblingsvollidiot, und zwar Andrew Tate, an alle, die nicht wissen, wer das ist. Scheißegal, ist auf jeden Fall ein frauenfeindliches Arschloch, was jetzt auch im Knast ist. Aber ultra bekannt, hat eine riesengroße Reichweite, leider. Er hat Greta Thunberg angetweetet, und zwar: Hello Greta Thunberg, I have 33 cars. Und dann hat er einfach in einem Tweet quasi Greta Thunberg, die sich ja für Klima und alles einsetzt wie niemand anderes, hat sie quasi öffentlich angetweetet und gesagt: Ey, ich habe so und so viele krasse Karren, Lamborghini, das. Wenn du magst, hier ist meine E-Mail. Wenn du magst, gib mir deine E-Mail-Adresse und dann schicke ich dir eine ganze Liste von meinen 33 Luxusautos, damit du auch schön weißt, wie viel die verbrauchen. So einfach ultra unnötig. So, wo ich ohne mir denke, irgendwelchen Kontext. Ja, einfach nur Provokation. Aha. Und sie hat dann einfach nur darauf geantwortet: Yes, please do enlighten me. Also ja, bitte erleuchte mich. Email me at und dann die E-Mail-Adresse smalldickenergy@getalife.com. Und die hat den so hops genommen damit, weil ihr Tweet hat auch einfach so die 20-fache Reichweite und alles bekommen wie als von Andrew Tate. Auf jeden Fall korrektester Move, den ich seit langem mitbekommen habe. Einfach generell Greta Thunberg übelst cool. So, die hat einfach mal ganz kurz, Bro, weißt du, was ich meine? Ja, voll, ihn wahrscheinlich extrem in seiner Männlichkeit verletzt, diesem, egal, ich sag's jetzt nicht. Mein Crush der Woche ist, bin ich gespannt. Traurig. Er ist eine unbekannte Schönheit. Doch, du bist so klingt jetzt, nein, also mal for real. Ich weiß nicht, wie diese Person heißt. Ich war im Sommer in der Krone in Darmstadt. Das ist so eine Art Club-Bar. Und da war eine Barkeeperin. Über die habe ich sogar einen Song geschrieben. Ja. Weil ich mich, ich habe die einmal gesehen an dem Tag, dann irgendwann auch wieder öfter. Aber habe die da gesehen. Wie öfter? Hast du die verfolgt oder was? Nein. Ich war nur ab und zu mal in der Krone, so heißt der Laden. Und dann war die halt auch da. Sie dann irgendwann gefragt: Hey, kannst du mir dein Instagram geben? Sie hat gesagt: Nein, hat mir einen Korb gegeben. Seitdem ist sie in meinem Kopf und sie ist eine wunderschöne Frau. Und, hast du dich schockverliebt in sie? Ja, voll. Und ich habe mich jetzt letzte Woche wieder daran erinnert und deswegen ist das mein Crush der Woche. Ja. Ich habe ja am Anfang der Folge angeteased: Hey, Fellow Kids, ich habe hier noch eine coole Idee. Und ich habe überlegt, wir machen am Ende jeder Folge ein Polaroid-Foto. Polaroid. Instax-Foto, ihr wisst, was ich meine. Und Instax, du weißt doch, was ich meine. Ja. Und
Dieses Foto wird dann verlost an einen Hörer oder eine Hörerin, beziehungsweise Abonnent von Zwei Lochmann, egal auf welchen Plattform. Ich mache das jetzt einmal, das Foto. Okay. Guck mal hier einmal. Machst du jetzt hier das Foto oder was? Gott. Das ging mir ein bisschen zu schnell, Heiko. Ist das, Roman? Jetzt hört man noch sogar den Sound von dem Bild, wie es rausgeladen wird. Und jetzt muss das hier sich aber noch entwickeln. Nein, du hast es falsch. Heiko, nein, das ist richtig. Du hast direkt den Fehler gemacht. Nein, man muss es natürlich so hinlegen. Nee. Nein. Nee, es war schon richtig okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade ein wunderschönes Foto gemacht hier aus dem Studio. Und dieses Foto kann dir gehören. Oh, das klingt voll werblich. Mir? Dir, nee, dir nicht, Roman. Aber euch da draußen. Ja, euch da draußen. Wir verlosen jetzt nach, oder was heißt verlosen? Wir schenken dieses Foto irgendjemanden, der uns hier abonniert hat. Auf Spotify, auf YouTube oder sonst wo. Also macht am besten davon noch einen Screenshot oder so. Schickt uns den und dann sehen wir das. Genau. Machen wir jetzt jede Woche. Und das ist geil, Roman, wenn wir jetzt jede Woche irgendwie so ein Foto haben. Ja. Wie viele. Ey, Digga, da müssen wir richtig viele von diesen Polaroid-Fotos kaufen, ne? Wo gibt's die? Einfach im DM oder so? Du hast sie doch gekauft. Wo hast du diesen her? Von Fotoladen. Aber immer in so einen Fotoladen gehen. Bro, die gibt's bei fast jedem DM. Chill. Ja, okay. Ja, also. Ey, das sieht cool aus. Ja, ich glaube auch. So, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, wenn die Leute hier aus den Videopodcast gehört haben. Vergesst nicht, den Podcast hier zu abonnieren, vielleicht auch gerne mal positiv zu bewerten oder generell zu bewerten. Wenn ihr scheiße fandet, auch gerne negativ. Nein, bitte nicht. Gebt uns eine positive 5 Sterne. Das kennst du auf TikTok? Ich sehe auf TikTok immer so Kommentare. Schön, aber haben sie hobbylos schon mit 5 Sterne bewertet? Ja. Die sehe ich überall. Ja. Ich weiß nicht, ob das ist safe so ein Running Gag. Ja, so ein Insider. Bestimmt. Wir werden auch, weißt du, was mich freut? Wir werden auch im Laufe der nächsten Monate und wenn wir diesen Podcast jetzt jeden Montag durchziehen, irgendwann werden wir auch so Insider haben und wir werden hier zusammen so eine richtige eigene Podcast-Community nochmal zusammen mit euch. Voll. Ich freue mich da total drauf. Also Leute, bleibt dran. Jeden Loch, weil ich hab auch eine Idee rum an jeden. Pass auf. Loch Montag. Ja, nee, komm, hör mal auf. Doch, das ist gut. Also in diesem Sinne. Doch, jeden Loch Montag, Leute. Das da reden wir nochmal drüber. Immer in der Nacht von Sonntag auf Montag 0 Uhr. In diesem Sinne, wir sind Heiko und Roman Lochmann, aka Hero. Und wir küssen eure Herzen und sagen vielen Dank und hören und sehen uns dann nächsten Montag hier wieder bei Zwei Lochmann. Heiko, das letzte Wort gebührt in dieser Folge dir. Vielen Dank und das muss ich noch üben. Ciao. Tschüss. You are a hero.